Herzlich willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Diese Woche habe ich nur ein Thema für euch, den Tesla Battery Day. Und dafür habe ich mich mit Christian vom YouTube-Kanal Stromgarage unterhalten. Mein Name ist David und das ist die Folge 134. Hallo und herzlich willkommen zurück. Schön, dass ihr alle eingeschaltet habt und wieder mit dabei seid. Ich darf euch zu einer ganz besonderen Sendung begrüßen, nämlich einem Battery Day Precap Special. Ihr wisst ja, der Battery Day steht nächste Woche an. Das wird der wichtigste Tag in Teslas Firmengeschichte. Das sagt nicht ich, sondern Elon Musk höchstpersönlich. Und daher dachte ich, wär's doch mal interessant, schon mal im Vorfeld uns damit ein bisschen mehr auseinanderzusetzen. Das Ganze mache ich mit dem Christian vom YouTube-Kanal Stromgarage. Der ist dem einen oder anderen vielleicht schon ein Begriff. Falls nicht, schaut euch mal seinen Kanal an, abonniert den bitte. Der macht superklasse Videos und ist ebenfalls ein begeisterter Tesla-Fan. Ja, ich würde sagen, wir fangen gleich an und hören in unser Gespräch rein. Das Ganze könnt ihr übrigens auch auf Christians YouTube-Kanal als Video sehen, falls jemand das mit Bild bevorzugt. Ansonsten wünsche ich euch jetzt viel Spaß. Danke fürs Zuhören. Wir legen los. Hallo und herzlich willkommen zur Stromgarage. Heute geht's mal um den Battery Day nochmal. Ich habe schon ein paar Videos dazu gemacht, aber jetzt rückt er wirklich näher. Also am 22. September um 22.30 Uhr Ortszeit beginnt das Shareholder-Meeting von Tesla und direkt im Anschluss kommt dann eben der Battery Day. Ich habe mir heute einen besonderen Gast dazu eingeladen, beziehungsweise wir haben das so zusammen ausgemacht. Und das ist der David von der Tesla-Welt, also der hat einen Podcast, der heißt Tesla-Welt, könnt ihr euch auch in eurem Tesla eingeben und dann ja immer auf längeren Fahrten hören, das ist sehr interessant. Hallo David. Hi Christian, schön, dass das heute klappt. Ja genau, finde ich auch, total super, wir haben ja im Vorfeld schon so ein bisschen miteinander geschrieben und gesprochen, aber nicht allzu viel, um das Ganze noch so ein bisschen spontan wirken zu lassen. Und du hattest vorgeschlagen, einzusteigen mit der Frage, wie denn die Erwartungen an diesen Battery Day sind, also in Kurzform. Vielleicht magst du da kurz mal anfangen. Ja, genau. Also einfach mal ganz kurz gesagt, was erwarte ich mir persönlich von dem Battery Day? Und für mich ist das eine Produkteinführung eigentlich. Bei Tesla ist es ja so, dass die Fabriken eigentlich im Vordergrund stehen und die Fabrik das eigentliche Produkt bei Tesla ist. Und deswegen denke ich, das ist wie eine Produkteinführung, also wie eine Vorstellung von einem neuen Produkt. Wie baut Tesla in Zukunft Batteriezellen selbst? Und vor allem, wie schaffen sie es, die Geschwindigkeit herzukriegen, um auf Terawatt-Kapazitäten zu kommen? Und gleichzeitig dabei noch die Kosten zu senken. Ja. Das ist so für mich, glaube ich, die Quintessenz. Mhm. Ja, ich persönlich finde ja insbesondere den Namen von diesem Projekt, also das Roadrunner-Projekt, so nennt sich das, super interessant. Und das erweckt auch im Prinzip meine Haupterwartung an diesen Tag, weil man jetzt schon merkt, dass die Konkurrenz so ein bisschen rankommt. Der Lucid ist super gut. Ja. Es gibt viele andere extrem gute Elektroautos schon, die wirklich konkurrenzfähig ist. Das war vor einem Jahr zum Beispiel noch nicht unbedingt der Fall. Und ja, das ist halt so diese Idee von dem Roadrunner, glaube ich, dass halt der Roadrunner den Kojoten halt nah rankommen lässt und aber immer die Lage quasi komplett im Blick hat, sich dann umdreht, die Zunge rausstreckt und einfach mit einer Wahnsinnsgeschwindigkeit abrauscht. Genau, map, map. Genau, map, map. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass wir das sehen werden, weil Elon ja selber gesagt hat, dass uns das Gehirn wegpustet, dieser Tag, und das ist einer der wichtigsten Tage in der Tesla-Geschichte sein wird. Und das glaube ich ihm auch, weil die Ankündigungen von den anderen Events in der Vergangenheit waren dann auch so, wie er es quasi angekündigt hat. Also ich erwarte schon sehr viel, muss ich sagen, und ja, hoffe, dass wir da nicht enttäuscht werden. Ja. Wir drehen ja auch hinterher nochmal ein Video, also ziemlich direkt nach diesem. Ich hoffe, dass wir es wirklich schaffen, denn am Mittwoch, also das ist ein Dienstag, wo das stattfindet abends, und wir versuchen es am Mittwoch direkt danach schon ja zu veröffentlichen, dass ihr dann auch direkt in Zusammenfassung sehen könnt, was da gewesen ist.
Und da wollen wir eben nochmal überprüfen, ob unsere Erwartungen da jetzt eingetroffen sind, erfüllt wurden oder nicht und was noch Neues dazu kam und so weiter. Was mir da noch einfällt, was ich echt einen guten Punkt finde, ist das mit diesem Bild von diesem Roadrunner, ja, dass auch die Geschwindigkeit von den neuen Batteriezelllinien, weil die müssen sie halt wirklich ganz krass skalieren, um da, weiß ich nicht, viermal so schnell zu sein wie die Linien von Panasonic, um einfach auf diese Menge zu kommen, ja. Das passt dann auch ganz gut zu diesem Bild von dem Roadrunner, der einfach abdampft. Deswegen passt das super, finde ich, ja. Genau. Was wir vorher schon abgestimmt haben, um hier jetzt so eine Linie reinzukriegen in das Video, weil wir haben vorher schon gesagt, also wir könnten über das Thema wahrscheinlich 4, 5, 6 Stunden lang reden. Also der David, für die ihn nicht kennen, ist ähnlich Fan und informiert wie ich. Also wir tauschen uns ganz viel auch aus. Und deshalb haben wir jetzt eine Agenda aufgesetzt und ich will euch die gerade mal zeigen. Das fängt an mit der Batterietechnologie, also da werden wir wirklich da wird es wirklich um die Zelle gehen, dann um die Batterieproduktion, also wie das Ganze produziert wird und auch skaliert werden kann, dann um Recycling, das ist nicht so allgemein, wie es jetzt anfangs klingt, sondern hat schon einen sehr speziellen Hintergrund und dann zum Schluss noch die Auswirkungen auf die Produkte von Tesla, also wie sich dadurch die Produkte von Tesla halt für den Kunden letztendlich dann verändern. Genau, also das sind so die 4 großen Punkte und ich würde sagen, wir steigen direkt mal ein in die Batterietechnologie. Da wurde ja schon viel berichtet, verschiedene Quellen haben da schon was dazu gesagt und wir wollen jetzt einfach nochmal so ein bisschen zusammenfassen. Vielleicht den Ist-Zustand können wir mal kurz anreißen. Ich habe es vorher mal nachgeschaut. Also aktuell kriegt Tesla in China von CATL, also von CATL, Lithium-Eisen-Phosphat-Akkus für die Model 3s. Teilweise, glaube ich, nur. Dann gibt es von Panasonic die NCA, also die Nickel-Kobalt-Aluminium-Akkus. Die sind zurzeit in Model S und Model X verbaut. Stimmt das soweit? Ja? Genau, die kommen sogar aus Japan. Die werden in Japan von Panasonic hergestellt. Das sind diese 18650er Zellen. Schaut so aus. Und die Zellen für das Model 3 und für das Model Y, die kommen aus Nevada. Das ist aber das sind eben auch NCA-Zellen. Genau. Und dann habe ich jetzt gelernt, es gibt auch noch Nickel-Mangan-Kobalt-Batterien von LG, die eben auch für diese Fahrzeuge in China geliefert werden. Hast du da schon was gehört? Weil das war mir jetzt neu, muss ich sagen. Nee, ich weiß nur, dass LG Chem auch einen Beitrag zu der Produktion in Shanghai liefert. Bei den LFP-Zellen ist es ja so, dass es eigentlich um eine Kostenreduktion hauptsächlich geht. Die haben halt mehrere Vor- und Nachteile, die Zellen. Und einer der Hauptvorteile ist, dass eigentlich die Materialien, die dazu verwendet werden, nur ein Drittel von dem kosten, was eben für eine NCA-Batteriezelle notwendig ist. Und dadurch ist einfach der Preis für das Battery Pack deutlich günstiger. Der Nachteil ist so ein bisschen, dass die Energiedichte nicht so gut ist und dadurch die Battery Packs sozusagen schwerer sind eigentlich. Das Model 3 in China ist auch ein bisschen schwerer als das amerikanische. Und sie schaffen es aber trotzdem, weil die Fahrzeuge an sich schon so effizient sind, trotzdem auf dieselben Reichweiten zu kommen damit. Ja, also das hat mich auch verblüfft, als es rauskam, dass man im Prinzip ohne wirkliche Veränderung am Produkt da LFP-Akkus benutzen kann. Ja. Das hat auch noch einen zweiten wichtigen Aspekt. Also es gibt auch noch so Vorteile, dass die ein bisschen sicherer sind und nicht so schnell brennen zum Beispiel. Wobei das ja eh kein Riesenproblem ist eigentlich. Wenn man sich mal die statistischen Zahlen anschaut, wie oft so ein batterieelektrisches Fahrzeug überhaupt brennt, im Vergleich zum Verbrenner, der ja das schon im Namen hat, ist das wirklich... Genau. Es wird halt über jedes einzelne Elektroauto berichtet, was brennt. Deshalb kommt einem das so vor. Ja. Aber so insgesamt ist das, ich glaube, Faktor 9 oder 10 oder so. Also deutlich weniger eigentlich. Und der zweite Aspekt, wieso diese andere Zellchemie wichtig ist, ist, dass es für Tesla eigentlich eine zweite Supply Chain eröffnet.
dadurch, dass andere Materialien dafür verwendet werden. Und das nimmt natürlich ein bisschen Risiko auch raus. Es befreit auch sozusagen diese Limitierung der Zellen, die es ja gibt, worunter Tesla ja immer noch leidet, dass es nicht genug Zellen gibt. Dadurch können sie sich selber Kapazitäten freischaufeln. Das hat Elon auch im letzten Earnings Call gesagt, ne? Und vor allem zum Beispiel für den Tesla Semi-Truck hat er das gesagt, dass sie aufgrund diesem Shift zu den LFP-Zellen da dann mehr für den Semi-Truck haben. Ja, genau. Also das ist im Prinzip das, wo Tesla immer limitiert war in der Vergangenheit und auch in Zukunft noch sein wird. Es geht gar nicht darum, dass sie die Autos in der Menge nicht bauen könnten, sondern ja, sie brauchen einfach die Zellen. Und gerade für den Semi-Truck, also für den großen LKW von Tesla, ein 40-Tonner LKW wird es werden, braucht man natürlich deutlich mehr Zellen als für so einen normalen PKW. Das ist, glaube ich, jedem soweit klar. Ja. Also wenn du nichts dagegen hast, würden wir dann vielleicht mal in die neue Technologie starten, also was wir jetzt denken, was da kommt. Ich denke, zu Anfang, die größte anfängliche Schlagzeile zu neuer Batterietechnologie kam über Maxwell Technologies. Das ist eine Firma, die Ultrakondensatoren ja, herstellt und erforscht hat. Deshalb dachte man auch zunächst, dass Tesla jetzt auf diese Kondensatoren aufspringt. Das wurde allerdings von Elon Musk in diesem Third Row Podcast tatsächlich dementiert. Ja. Vielleicht noch so als Zusatzaggregat für irgendwie Instant Power, wenn man noch mehr bräuchte, keine Ahnung. Aber das ist nicht der Hauptpunkt, sondern da ging es eher um diese DBE-Technologie, also die Dry Battery Electrode. Da geht es so ein bisschen schon um die Herstellung von dieser Zelle, dass man eben nicht so ein lösungsmittelhaltiges Zeug auf die Anode aufträgt und das energieintensiv trocknen muss und so, sondern im Prinzip das direkt aufträgt und dann ist das schon fertig sozusagen. Also habe ich es jetzt verstanden, dass es einfach den Produktionsprozess deutlich vereinfacht, günstiger macht, weniger Fläche braucht, also in der Produktion und natürlich auch die Batterie ein bisschen verbessert, weil das zu trocknende Material, was die früher oder jetzt noch auftragen, halt so ein paar Fremdkörper beinhaltet, die dann wiederum für Widerstand in der Zelle sorgen. Also deshalb. Ich glaube auch, das Lösungsmittel ist nicht gut für die Zelle eigentlich, dass da verdampft wird, also beim Trocknen verdampft das. Genau, da bleiben wohl noch Rückstände halt in dieser dünnen Schicht, also die da aufgetragen wird, bleiben noch Rückstände zurück. Ja, und die führen eben zu Sache oder zu chemischen Prozessen in der Zelle, während sie halt geladen und entladen wird, die man nicht haben will. Und ja, das ist bei dieser DBE-Technologie ja einfach besser und einfacher gelöst. Es klingt jetzt auch sehr simpel, das so zu tun, aber da steckt natürlich jahrelange Forschung dahinter, die Sachen so hinzukriegen. Ja, da ist auch noch der zweite Punkt, auf jeden Fall die Geschwindigkeit, die halt deutlich erhöht werden kann und auch eine Erhöhung von der Energiedichte. Das war ja auch ein Versprechen von Maxwell, dass sie da einen Beitrag zu leisten können mit ihrer Technologie. Und ich denke, Maxwell ist sicher ein super zentraler Punkt und das ist sicher ein sehr wichtiger Beitrag, der dazu geleistet wird. Aber ich denke, da gibt es ein ganzes Sammelsurium von verschiedenen Technologien, die Tesla zum Teil in den letzten Jahren selbst entwickelt hat mit ihren Forschungspartnern. Mhm. Jeff Dahn zum Beispiel ist da so eine Koryphäe, die schon seit Jahren für Tesla arbeitet. Das ist quasi der Batterieguru überhaupt, also in der gesamten weltweiten Forschung für Lithium-Ionen-Zellen. Ja. Dann gab es noch ein paar andere Firmen, die ja Tesla akquiriert hat. Hybar zum Beispiel, das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Beitrag, weil diese Maschinen herstellen, die besonders schnell das Elektrolyt in die Zelle danach bringen können, wenn die mal fertig, also zusammengestellt werden muss. Und es geht halt alles um die Geschwindigkeit letzten Endes. Und ich glaube, Elon hat dann einen ganz super coolen Tweet vor ein paar Wochen, glaube ich, jetzt schon mal veröffentlicht oder geschrieben und meinte, Tesla ist eigentlich am besten mit so einer Sammlung von Startups zu vergleichen, ja, die zum Teil in Serie schon arbeiten, zum Teil dann auch parallel arbeiten und die entwickeln eigentlich einfach alles selber. Also jede Produktlinie und jedes neue Produkt ist selbst entwickelt und wurde von Tesla geschaffen und er hat dann auch gesagt, ja, anstatt mit den gleichen Schachfiguren zu spielen, wie alle anderen Leute, die Schach spielen, machen wir halt unsere eigenen. Und ich denke, das ist, glaube ich, auch für den Battery Day so ein ganz wichtiger Punkt, dass da ganz viele
Puzzleteile zusammenkommen, die insgesamt dann Tesla diese extreme Skalierung erlauben werden. Das ist so ein Kernpunkt auch. Ja, absolut. Also ich glaube auch, das hat er auch in diesem Third Row Podcast gesagt. Also es ist ziemlich lang. Da gibt es auch ein Video dazu auf YouTube. Mhm. Wenn ihr Zeit habt, schaut euch das wirklich mal an. Das ist super interessant. Also auch mit Elon persönlich, der halt mit so ein paar Podcastern und YouTubern spricht. Da kommen sehr viele Informationen und er sagt, dass da einfach viele Dinge zusammenkommen. Also es ist nicht nur DBE, es ist nicht nur Hybar, sondern es sind noch viele andere Dinge, von denen wir wahrscheinlich jetzt auch noch gar nichts wissen. Das sind halt die Sachen, die durchgesickert sind, sage ich mal. Ein Hinweis kam über die Einladung zum Battery Day. Da hat man im Hintergrund so kleine, ja, so schwarze Röhrchen gesehen oder so. Und ja, es hat sich herausgestellt, dass das ein Bild war von einem Elektronenmikroskop und das zeigt halt so Silizium-Nanoröhrchen, glaube ich. Also da muss man auch aufpassen, im Englischen heißt das Silicon. Das hat aber nichts mit Silikon zu tun, also das übersetzen viele auch falsch. Das Silicon Valley ist auch nicht irgendwie das Valley der Brustimplantate, sondern da geht's halt um Silizium, also woraus man halt Halbleiter und so Zeug macht. Und da kann man eben aber auch Anodenmaterial draus machen aus diesen Siliziumröhrchen. Und dazu muss man wissen, dass Silizium eine sehr viel höhere Fähigkeit hat, Lithium-Elektronen aufzunehmen oder Elektronen aufzunehmen als ja herkömmliche Graphitelektronen. Also ich habe es mal rausgesucht, so eine Lithium 15 Silizium 4, also das ist die Formel von dieser Anode, kann 3600 Milliampere-Stunden pro Gramm aufnehmen und im Vergleich dazu so eine Graphitelektrode kann nur 372 Milliampere-Stunden pro Gramm aufnehmen. Also es ist quasi das Zehnfache, was dieses diese Siliziumverbindung aufnehmen kann an Energie, nenne ich es jetzt mal. Das Hauptproblem bei dieser Silizium-Sache ist, dass das, wenn es diese Elektronen aufnimmt, halt sehr stark aufquillt. Also da sind Volumenvergrößerungen von 320% stehen da im Raum. Also es verdreifacht oder vervierfacht sich sogar teilweise dieses Material. Und das funktioniert in so einer Zelle natürlich nicht. Und deshalb gibt's halt so spezielle Verfahren, wie zum Beispiel diese Nanoröhrchen, die dann noch mit irgendeinem anderen Material, also wirklich auf atomarer Ebene überzogen sind, um eben dieses Aufquellen zu verhindern. Also das wäre jetzt so wirklich brutale, neue Technologie, sowas zu erschaffen und halt ein Potenzial, was ich vielleicht noch sehe, was wir an dem Battery Day sehen könnten, um halt die Energiedichte von den Zellen ja einfach massiv zu erhöhen. So. Ja, ich denke, da geht es ja auch um die Lebensdauer von so einer Batterie, die und wie viele Zyklen man sozusagen laden und wieder entladen kann. Und das wurde ja auch nicht umsonst immer sehr viel von diesem 1-Million-Meilen-Pack geredet. Mhm. Da erwarte ich mir auch wirklich, dass wir was in diese Richtung sehen werden. Nicht, weil jetzt unbedingt der Privatkunde das braucht, ne? Weil also 1 Million Meilen, das wären ja 1,5 oder 1,6 Millionen Kilometer, ja. Das fährt man ja privat eigentlich nie. Sondern da geht's halt um einerseits für mich jetzt so Anwendungen wie den Semi-Truck, wo sehr viel gefahren wird im professionellen Einsatz und natürlich später dann fürs autonome Fahren dann die Robotaxis. Das sind halt so verschiedene Schlagwörter, wo ich denke, da wird Tesla der Konkurrenz dann eben nochmal davonlaufen. Nicht, weil es das noch nicht gibt, so ein Pack, das 1 Million Meilen theoretisch hält. Das wurde ja auch von CATL zum Beispiel schon angekündigt, dass sie uns sagen, das können wir jetzt bei uns auch bestellen, wenn das jemand haben möchte. Aber ich glaube, in Kombination mit der Skalierung und mit der Preisreduktion in der Herstellung, das wird halt den Unterschied machen von dem Package einfach bei Tesla. Ja, und es hängt ja auch immer davon ab, wie man das Pack benutzt. Also ich sag mal, wenn man es nur mit 100 Kilowatt lädt und was weiß ich, mit nur 150 Kilowatt Motor entlädt während der Fahrt, hält es natürlich insgesamt länger, als wenn man halt wirklich brachiale Kraft abfordert und halt auch dann mit unglaublicher Geschwindigkeit diesen Akku lädt. Also das hängt ja immer davon ab, wie man diesen Akku eben auch benutzt. Also halte ich für ein ziemlich, ziemlich großes Ding. Ja, aber also
wie gesagt, da kommen wahrscheinlich noch viele Sachen rein. Es gibt auch noch andere Themen, die hier noch wahrscheinlich besprochen werden auf dem Battery Day. Das wäre zum Beispiel der Formfaktor, also schlichtweg die Größe von dieser Zelle. Wir haben es vorher schon mal kurz angeschnitten. Also die Model S und X haben aktuell die 18650er Zellen. Die haben Durchmesser von 18 mm und 65 mm sind die hoch. Ja. Und im Model 3 und auch jetzt Model Y sind die 2170er Zellen verbaut. Also die haben Durchmesser 2270er, genau, ja. 22? 2170er? Nee, 21. Moment. Ziemlich sicher. Stimmt, 2170er, klar. Also die sind auf jeden Fall 21 mm im Durchmesser und 70 hoch, also einfach ein bisschen größer. Könnte man jetzt sagen, es spielt keine Rolle. Aber wenn man halt ganz viele davon zusammenbaut, hat man im Prinzip weniger Luft dazwischen. Und dadurch kriegt man einfach mehr Zellen oder mehr Zelle als Volumen in halt ein gegebenes Volumen rein. Und das könnte halt sein, dass hier auch nochmal was kommt, dass vielleicht prismatische Zellen, also die so, wenn man von oben guckt, quasi quadratisch sind oder irgendwie sowas, nochmal eine Vergrößerung. Weil unendlich groß kann man es auch nicht machen, weil dann die Kühlung wieder ein Problem wird, weil die Oberfläche der Zelle natürlich sich verringert dadurch, wenn man sie größer macht. Das wäre zum Beispiel so ein Punkt, also dann haben wir ja schon ein paar Sachen gesagt. Hast du noch was zu Elektrolyten vielleicht so auf der Pfanne gerade? Nee, das jetzt eher nicht. Was ich gerade noch sagen wollte, ist, also Elon hat ja jetzt bei seiner Berlin-Reise vor 2 Wochen gesagt, dass er ein bisschen was über die Berliner Gigafactory und über die neue revolutionäre Art, Autos zu bauen, die sie da vorhaben, beim Battery Day ankündigen wird. Und das war halt für mich auch nochmal so ein Punkt zu überlegen, okay, was könnte er jetzt damit meinen, weil das hat er, ich glaube, es geht wirklich um die Batteriezellskalierung an dem Tag und was hat das jetzt mit Autoherstellung eigentlich zu tun? Und das Einzige, was so ein bisschen dann mir spontan eingefallen ist die Art und Weise, wie das Battery Pack auch hergestellt wird, ja. Und da glaube ich schon, dass wir da was erwarten können, zum Beispiel auch gerade, weil du gesagt hast, ja, wie diese Zellen aussehen können. Es gab einmal noch ein Patent von Tesla über ein sogenanntes Tabless Cell Design, wo quasi die ganze, das oben, wie ist das mal bei der Batterie, ich weiß nicht, ob ich das jetzt zeigen kann. Aber jetzt quasi, Moment, wo haben wir es? Hier, das oben wäre quasi das Tab, ja. Und dass quasi da der ganze Inhalt der Zelle oben genutzt wird. Und das würde auch nochmal vielleicht den Prozess beschleunigen, in der die hergestellt werden können. Es könnte auch sein, dass Tesla die dann anders zusammenfasst, diese Zellen. Da erwarte ich mir schon noch auch in der Richtung ein bisschen was, dass das halt eine Auswirkung darauf hat, wie das Pack an sich gebaut wird. Und dann könnte es halt auch sein, dass sie einfach die Module beseitigen. Da komme ich dann, oder können wir uns nochmal auf dieses Interview, das du vorhin erwähnt hast, zurück entsinnen. Da hat er nämlich auch davon gesprochen, dass die Module im Fahrzeug eigentlich gar keinen Sinn mehr machen. Das war früher mal so eine Methode, ein Pack herzustellen, einfach mit dem Hintergrund, dass wenn mein Modul defekt war, konnte man halt das Modul tauschen, ohne das ganze Pack wegschmeißen zu müssen. Die Zellen sind aber inzwischen viel besser, sodass das eigentlich nicht mehr gemacht werden muss und das kommt einfach nicht mehr vor. Genau, und beim Model 3 ist es auch gar nicht mehr, es ist gar nicht mehr möglich, die Einzelmodule zu tauschen. Ja. Aber sind noch da. Also es ist eigentlich Unsinn. Sie sind noch da, es ist historisch wohl so geblieben und ich denke, wenn Sie da so eine ganz neue Technologie einführen, wie Sie Ihre Zellen herstellen, dann ist das doch auch der Moment, wo Sie das mal umkrempeln können und quasi ein Cell-to-Pack-Design uns vorstellen werden. Absolut. Also das geht jetzt ja schon so ein bisschen in die Auswirkungen auf die Tesla-Produkte mit rein. Also da sprechen wir nachher, glaube ich, nochmal so ein bisschen drüber. Ja. Ich wollte nur noch mal sagen, dass halt bei der Batterietechnologie tatsächlich auch noch weitere Dinge eine Rolle spielen könnten. Also zu den Elektrolyten, also das, was dann quasi zwischen den Elektroden noch an Flüssigkeit reingekippt wird, mehr oder weniger. Da kamen auch ein paar Patente von Tesla. Also da wird es auch was Neues geben.
Und zusätzlich könnte man dann durch gewisse Veränderungen in der Zellchemie auch noch die Spannung der Einzelzelle erhöhen, wodurch man auch wiederum insgesamt mehr Energiedichte erzielen könnte, relativ ja leicht in Anführungszeichen. Also wenn man die Zellspannung einfach erhöht um 10%, hat sich auch das Gesamtpack in der Energiedichte quasi um 10% erhöht. Aber das kann man auch wiederum nicht so ohne weiteres machen, ohne dann dabei die Zelle zu zerstören. Also da braucht es dann auch eine Technologie wieder, die das quasi möglich macht. Und ja. Genau, also die Roadmap sieht dann ja vor, also wir sind aktuell bei Model 3, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, so bei 260 Wattstunden pro Kilogramm auf Zell-Level, wenn ich es richtig weiß, oder ist es Pack-Level? Ich dachte, es wäre Pack, aber... Ja, wie gesagt, also da gibt es auch keine wirklichen Daten von Tesla, also das ist alles nur rausgemessen. Ich meine, es wäre Zell-Level, aber vielleicht ist es auch Pack-Level. Kann sein. Aber wir haben auch gesehen, zum Beispiel in dieser Präsentation von Maxwell, die schon Ewigkeiten bekannt war, dass halt mit dieser Technologie nur von Maxwell schon eine Energiedichte von 500 Wattstunden pro Kilogramm möglich sein werden. Also es war, glaube ich, auf diesem Zeitstrahl mit drauf. Und mit diesen ganzen anderen Technologien könnte es halt sein, dass wir da noch mehr sehen. Und das wäre dann also einfach wirklich ein Technologiesprung in der Energiedichte. Und das hatte nämlich der Elon auch gesagt bei dem Interview bei der Gigafactory in Berlin, also jetzt vor kurzem. Das hat jemand gefilmt. Ich tue euch das mal in die Beschreibung rein, den Link dazu, ist wirklich interessant, hört euch das auch mal an. Und da hat er nämlich auch den Hinweis gegeben auf elektrische Flugzeuge und solche Geschichten. Und das war für mich ein Hinweis, dass hier in der Energiedichte auch ein Riesensprung nach vorne gemacht werden wird, weil bei Flugzeugen braucht man einfach ein bisschen mehr noch Energiedichte, weil es da ziemlich stark ums Gewicht geht. Wenn jetzt ein Auto 100 oder 200 Kilo schwerer ist, ist es nicht so wahnsinnig schlimm, aber bei einem Flugzeug macht es halt wahnsinnig viel aus, einfach das Gewicht vom Flugzeug, weil es halt fliegen muss. Das könnt ihr euch vorstellen. Und das war für mich auch so ein Hinweis, dass wir da jetzt an diesem Battery Day durch die neue Batterietechnologie halt auch eine höhere Energiedichte, also eine deutlich höhere Energiedichte erwarten dürfen, was dann natürlich sich auch auf die Fahrzeuggesamtgewichte dann auswirkt. Ja, also ich könnte mir auch gut vorstellen, dass es da einen Sprung gibt. Natürlich, diese Timeline von Maxwell, die war natürlich auch auf mehrere Jahre noch dargestellt. Und ich glaube, Elon hatte ja gesagt, dass er mit so elektrischen Flugzeugen in so 4 bis 5 Jahren rechnet. Und die bräuchten dann eben wirklich diese eine Zahl von 450 oder 500. Da geht der Weg hin. Und ich denke, die Technologie macht das möglich, die Tesla präsentieren wird. Und im ersten Schritt, also ich weiß nicht, vielleicht rechne ich mit konservativ mal 20% mehr Energiedichte, aber das wäre ja schon auch ein deutlicher Schritt. Ja. Ja, wobei 20% ja seine, ich sage jetzt mal, Grundansage pro Jahr war, also ohne jetzt irgendwelche Technologiesprünge. Deshalb, also ich erwarte mir da tatsächlich mehr in der Energiedichte als 20%. Also ich weiß nicht. Ich würd jetzt mal ganz mutig 50% erhöhte Energiedichte sagen, was dann auf Basis von diesen 260 eben, wie sind es, 390 Wattstunden pro Kilogramm. Ja. Was dann halt schon so ein bisschen an dieser elektrischen Flugzeugsache kratzen würde. Ja, das stimmt. Das würde, da käme man schon ganz schön in den Bereich. Ja, da bin ich ein bisschen konservativer als du, muss ich sagen. Ja, genau. Ja, deshalb machen wir noch ein Video hinterher. Genau. Dann werden wir mal sehen, was da rauskam. So, hast du jetzt noch was zur Batterietechnologie oder sollen wir dann zum nächsten Punkt? Nee, wir können eigentlich weitermachen, denke ich. Genau. Also der nächste Punkt war dann die Batterieproduktion. Da geht's jetzt, wir haben es vorher auch schon so ein bisschen mit reingebracht, weil man es auch nicht so klar trennen kann. Ja. Aber einfach um die Skalierung, also und was wir denken, was Tesla quasi jetzt schon an Zellen macht oder nicht. Vielleicht magst du da mal kurz anfangen. Ja, ich finde das halt immer ein sehr abstraktes Ding mit so Zahlen darum zu machen. Und was, ich meine, wer weiß schon, was ein Terawattstunden Output pro Jahr bedeutet. Ja? Das sagt mir überhaupt nichts. Erstmal, damit kann ich jetzt persönlich nicht viel anfangen. So, deswegen, also klar, ich weiß schon, was heute, dass heute Tesla ungefähr bei diesen 35 Gigawattstunden
pro Jahr ist. Und Panasonic macht ja da hauptsächlich jetzt im Moment, ist noch der Hauptzulieferer, wenn man so will, und sind gerade auch dabei, das in Nevada nochmal auf 39 Gigawattstunden auszubauen, haben sie gesagt, soll jetzt nochmal eine neue Batterielinie entstehen. Sie haben da bisher 13 gehabt, jetzt kommt eine 14. hinzu und gleichzeitig wollen sie auch nochmal die Energiedichte steigern. Übrigens, Sie haben gesagt, um 20% in den nächsten 5 Jahren, wenn ich mich nicht täusche, 4 oder 5 Jahre. Und in dem ersten Schritt jetzt erstmal nur um 5%. Was aber trotzdem interessant ist, weil eben 5% Energiedichte auf die Gigafactory 1 in Nevada halt auch 2 Gigawatt mehr Output pro Jahr bedeutet, ohne dass eine einzige neue Batterieproduktionslinie dazukommt. Ne? Also durch die Steigerung der Energiedichte kann halt der Output auch nochmal sich erhöhen, und das kann man auch ganz gut im Hinterkopf behalten, dass das eine Möglichkeit ist, um zu skalieren. Mhm, klar. Ich habe mir nochmal angeschaut, was Elon eigentlich über das Wachstum bei Tesla gesagt hat, weil da wurde er auch ganz konkret in den Earnings Calls zu gefragt mit, und ihm wurden die Zahlen sozusagen wirklich vorgelegt, weil er hatte immer gesagt, wir wachsen um 50% die nächsten Jahre. Mhm. Jedes Jahr 50% Wachstum, was unglaublich ist, ja. Das kann man sich denken, ja gut, am Anfang geht das vielleicht, wenn man ein Startup ist und halt sowieso nicht viel produziert, dann ist jetzt eine 50-prozentige Steigerung ja zahlenmäßig gar nicht so viel. Aber wenn man das halt über Jahre mal hochrechnet, dann ist das eine enorme Steigerung. Und Elon hat auch gesagt, dass er sich erwartet, dass sie mindestens um 40% pro Jahr wachsen bis 2030. Und er wäre schockiert, wenn es weniger wäre. Ja? Also das wäre für ihn, also außer es gibt einen Weltkrieg oder sowas, dann schaut die Sache natürlich anders aus. Und ich habe mir das halt mal einfach hier in so einem Excel ausgerechnet, was das in Zahlen bedeutet. Und das können wir euch auch sicher einblenden. 2019 war Tesla bei 367.000 Fahrzeugen, ein bisschen mehr. Und wenn ich jetzt diese 40-prozentige Steigerung annehme, dann wären sie halt 2022 bei 1 Million, ein bisschen drüber, dann 2024 schon bei 2 Millionen Fahrzeugen, 2030 wären das dann 14 Millionen. Nochmal ganz kurz, also VW macht, glaube ich, 11 oder knapp 12 Millionen pro Jahr. Das ist halt schon Wahnsinn, ja. Und Elon hat sogar gesagt, dass er eigentlich bis 2030 auf die 20 Millionen Fahrzeuge kommen möchte. Das ist so sein Ziel. Und wenn ich das jetzt mit den, ich habe das als ganz einfach gerechnet, ja, das ist sicher auch nicht hundertprozentig so richtig, aber ich habe einfach mal diese 40% Wachstum auch auf die Gigawattstunden Output angewandt. Und dann bräuchten sie quasi, um zum Beispiel 2024 die 2 Millionen Fahrzeuge zu bauen, wären das dann 188 Gigawattstunden Output pro Jahr, die benötigt werden. Und das Terawatt, das wäre dann 2029 erreicht. Ja, so ein Terawatt. Und für 20 Millionen Fahrzeuge bräuchte man aber auch schon halt dann schon die 2 Terawattstunden eigentlich. Ja, ja. Und das sind ja auch nur Pkw. Also genau. Der Semi-Truck ist da ja in der Rechnung eigentlich noch nicht so richtig mit dabei. Es sei denn, man nimmt den quasi für das Wachstum mit rein, also für diese 40%. Ja. Ist immer die Frage, wie das gemeint ist. Aber genau. Ja, ja. Das weiß man ja nicht so genau. Wie gesagt, das ist auch nur eine Hochrechnung, die stimmt so sicher nicht. Aber ich wollte es nur mal so ein bisschen besseres Gefühl dafür geben, was diese Zahlen bedeuten, ja. Und ich meine, es gibt ja auch noch das Energy-Business von Tesla, von dem Elon sagt, das wird in Zukunft stärker wachsen als der Automobilsektor und später irgendwann mal vielleicht genauso groß, wenn nicht sogar größer sein. Das darf man sich ja auch nicht vergessen, dass sie da auch in Zukunft massiv Batteriezellkapazität verbrauchen. Ja, absolut. Also ich habe es andersrum gerechnet. Ich habe jetzt quasi gerechnet, wie man mit einer Terawattstunde an Output pro Jahr, wie viele Long Range Model 3s mit 75 Kilowattstunden kann man damit bauen sozusagen. Und es sind 13 Millionen. Also man könnte dann mit dieser einen Terawattstunde 13 Millionen Model 3s Long Range bauen. Und das deckt sich ja im Prinzip mit deiner Aussage. Ja, ja, so und ungefähr, ja. Genau, aber ich habe, glaube ich, ein bisschen größere Packzahl angenommen, aber ja. Ja, stimmt. Genau, aber das macht sich halt nicht einfach so mal so nebenbei, sondern das ist natürlich eine Riesenaufgabe. Wir wissen selber, ich weiß nicht, ob es jetzt aktuell noch so ist, aber als die Gigafactory in Nevada in Betrieb genommen wurde, hat sie quasi mehr Zellen gemacht als
alle anderen Zellproduzenten weltweit kombiniert, also zusammengenommen. Und da sieht man mal, was das für eine, also wenn man sich die Welt anguckt, was da gerade an Zellen produziert werden, was das für eine unglaubliche Produktionssteigerung ist. Also von diesen, ich weiß nicht, vielleicht sind es jetzt insgesamt 100 Gigawattstunden, vielleicht sind es auch ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger, ich weiß es aktuell nicht. Aber von weltweit 100 Gigawattstunden auf eine Terawattstunde zu kommen als Einzelunternehmen, ist Wahnsinn. Also das, ja, genau. Und da braucht's halt einfach viel Technologie. Ich denke auch, dass diese Komprimierung der Produktion da eine große Rolle spielt, dass man halt diese großen Trocknungsöfen nicht mehr braucht und so weiter. Und ich glaube, dass es im Battery Day auch sehr viel genau darum gehen wird, weil das eine der größten Herausforderungen halt für Tesla sein wird in den nächsten Jahren, um hier wirklich so zu wachsen, ja, wie Elon das gerne hätte. Ja, da brauchst du eben einfach die Zellen. Ich habe auch ehrlich gesagt von den anderen Batteriezellproduzenten, die es so gibt, mir mal Zahlen angeschaut, was die so planen, in Zukunft so bis 2030 oder so zu machen. Und da ist niemand dabei, der von 2 Terawattstunden redet. Das hat niemand vor. Ja, die denken halt linear. Das ist ja das, was Elon auch oft bemängelt, dass dieses exponentielle Wachstum einfach, das ist nicht sehr intuitiv, sage ich mal. Also das ist nichts, was wir Menschen eigentlich so in der Natur sehen. Exponentielles Wachstum ist halt, ist halt krass. Aber ich glaube, das ist also zumindest bei Elon Musk halt in dem Denken ziemlich stark verankert. Das hört man auch immer wieder halt, dass das exponentielle Wachstum wichtig ist und dass er das halt im Blick hat. Und jedes Jahr 50% wachsen ist auch exponentiell im Prinzip. Also ja, absolut. Ja. Sag mal, brauchst du noch was oder willst du noch was sagen zur Produktion? Nee, eigentlich nicht. Wir könnten uns noch das Thema Recycling vielleicht angucken. Ja, absolut. Das ist nämlich, glaube ich, auch was, worüber sie reden werden, was ein wichtiger Punkt für Tesla ist. Einfach, weil es A, umwelttechnisch Sinn macht natürlich, aber B, weil es auch finanziell Sinn macht. Ich finde, das ist ja immer so ein Standard-Gegenargument gegen Elektromobilität, das man ganz oft hört, ist ja, und was ist dann mit den Batteriepacks am Schluss? Das ist Sondermüll, die werden irgendwo dann auf der Müllhalde landen. Und Tesla sagt da aber ganz klar eigentlich, dass man sich überhaupt nicht leisten kann, weil die Materialien viel zu wertvoll sind und dass es eben heute sogar schon ist, dass sie die Zellen recyceln. Bloß gibt's halt heute noch nicht so viel zu recyceln, weil die Autos sind ja noch nicht so alt. Das heißt, der Rücklauf kommt hauptsächlich aus der Produktion, also sozusagen Ausschuss, also Batteriezellen, die qualitativ nicht hochwertig genug waren, die werden schon recycelt und in Zukunft kommen natürlich dann immer mehr Packs von den Autos auch zurück irgendwann. Ja, genau. Also es gab in dem Impact Report von Tesla, den sie vor ein paar Wochen veröffentlicht haben, schon ein ganzes Kapitel über das Thema Recycling. Das war schon sehr interessant, fand ich. Und ich glaube, dass sie da am Battery Day einiges dazu sagen werden. Ich weiß nicht, du hast ja sicher auch schon von dieser Firma von J.B. Straubel gehört. Das ist der Ex-CTO von Tesla, der auch mitgegründet hat sozusagen. Die heißen Redwood Materials. Und der hat sich ja letztes Jahr so ein bisschen aus Tesla oder von Tesla zurückgezogen und hat auch seine Rolle als CTO verlassen. Der ist eben Mitgründer oder von einem Start-up, das sich um Batterie-Recycling kümmert. Und da gibt's keine großartigen Infos drüber bisher, was die genau machen. So, ja. Die Webseite ist auch recht spärlich. Es gab aber vor ein paar Wochen einen Bericht, wo rauskam, dass sie bereits heute in Nevada auch Batteriezellen recyceln, und zwar von Panasonic. Im Prinzip kriegen sie den ganzen Ausschuss von Panasonic. Mhm. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass wir da ein Announcement kriegen am Battery Day. Mhm. Ja. Ja, also viele oder benutzen ja die Rückläufer aus den Fahrzeugen, von BMW weiß ich es, zum Beispiel noch als Second Life Speicher sozusagen. Also es ist auch nicht so, dass die Batterien, wenn sie halt für das Auto nicht mehr gut funktionieren, also nicht mehr genug Reichweite produzieren sozusagen, dann direkt weggeschmissen werden müssen, sondern man kann die halt wirklich noch für viele andere Sachen benutzen. Und wenn man sie dann aber recyceln muss, ist es gar nicht so schwierig oder wie man oft hört. Also der Hauptbestandteil sind ja Metalle in diesem Akku. Also das besteht ja hauptsächlich aus Metallen, also aus Lithium, aus Nickel hauptsächlich tatsächlich, und
Kobalt ein bisschen. Und das lässt sich alles relativ gut trennen. Also im Gegensatz zu, was weiß ich, irgendwelchen Kunststoff-Komposit-Materialien oder so, das kann man hinterher halt schlechter trennen als jetzt zum Beispiel Metalle. Und ja, deshalb glaube ich auch, dass sich das in naher Zukunft dann wirklich lohnen wird, wenn halt auch die Rohstoffe auch für Tesla vielleicht ein bisschen knapp werden. Er hat ja auch schon mal erwähnt, da in das Mining-Business mit einzusteigen, um sich halt die Rohstoffe einfach zu sichern und halt diese ganze Kette von der Rohstoffgewinnung und dann der Umformung halt in den Akku zu sichern. Und deshalb haben die das sicherlich auch total auf der Pfanne, dass irgendwann das Recycling oder die Materialien, die aus dem Recycling wieder zurückkommen, halt eine große Rolle spielen werden in der Versorgung einfach der Batterieproduktion. Also sicher ein wichtiges Thema. Ja, ich würde da sogar noch einen Schritt weiter gehen. Ich glaube zum Beispiel, dass bei Tesla das Second Life von der Batterie keine große Rolle spielen würde. Ich glaube, dass die so stark wachsen und so auf diese Zellproduktion angewiesen sind, dass die sich das gar nicht leisten können, eine Batterie, die sozusagen aus dem Auto rauskommt, dann irgendwo noch in Storage zu stecken. Ich glaube eher, dass sie bevorzugen, das zu recyceln und dann neue Zellen daraus zu machen. Da haben sie ja auch bisher eigentlich das immer sehr getrennt. Die Powerwalls haben auch andere Zellen und eine andere Chemie als jetzt die Sachen, die in den Autos drin stecken. Also ich könnte mir vorstellen, dass sie sich das nicht leisten werden, dieses Second Life. Das ist so meine These dazu. Ja, es kommt halt stark darauf an, wie effizient und günstig halt das Recycling ist. Klar. Das ist klar, wenn das im großen Stil gemacht wird, dann kann es tatsächlich Sinn machen, auch so ein Pack, was auf 70% noch ist oder was von der Kapazität, dann halt einfach zu schreddern und Neues draus zu machen, wenn dieser Vorgang eben nicht viel Geld und Energie verschlingt sozusagen. Also könnte ich mir auch vorstellen. Das ist ein guter Ansatz. Ja. Was ich auch interessant fand, ist das Logo von Redwood Materials. Ja, das ist so ein geschlossener Kreislauf. Ja. Und das symbolisiert das eigentlich schon ganz gut, was die halt eigentlich machen. Ja. Das sagen, okay, für uns ist das eine komplette Kreislaufwirtschaft. Also wir machen ein Pack, dann wird es benutzt und wenn es nicht mehr gut ist, dann machen wir ein neues draus. Ja, absolut. Und das ist auch das, was ich schon von Anfang an jedem sage, der gerade mit diesen Sondermüllargumenten um die Ecke kommt. Weil wenn du zum Beispiel Benzin verbrannt hast, versuch das mal zu recyceln. Das wird nichts. Niemals. Also mit keiner Technologie der Welt wird man aus der Luft, aus den Luftschadstoffen, die da entstanden sind, irgendwie wieder Benzin machen können. Das wird niemals funktionieren. Aber bei einem Akku-Pack funktioniert das sehr wohl. Also auch wenn das jetzt vielleicht noch nicht im großen Stil gemacht wird, weil, wie du vorher gesagt hast, einfach noch nicht so viele Rückläufer da sind, aber zumindest die Möglichkeit besteht. Und so schwierig ist es, glaube ich, dann letzten Endes gar nicht, da wirklich einen geschlossenen Kreislauf wie Redwood für die Zellen hier zu erzeugen. Ja, also ich bin da schon sehr gespannt, was sie mit denen machen. Vielleicht machen sie aber auch noch mit jemand anderem was. Ja? Das kann ja gut sein. Ja, das war auch auf einem Shareholder-Meeting, oder? Als der Strobel gegangen ist und den Drew Baglino dann als CTO vorgestellt hat. Weil da war auch so, also ich sehe es noch vor mir, dass sie auch gesagt haben, dass sie natürlich in Kontakt bleiben und er Tesla, also der J.B. Strobel, auch Tesla noch berät, falls die irgendwelche Fragen haben und so. Also deshalb könnte ich mir durchaus vorstellen, dass sie da eine ziemlich intensive Zusammenarbeit planen, was ja auch total Sinn macht, weil ich meine, in Zukunft wird Tesla wahrscheinlich auch die meisten Zellen zu recyceln haben, weil sie wahrscheinlich nach wie vor die meisten Elektroautos verkaufen. Und ich denke, der Abstand wird da auch noch größer werden in Zukunft. Ja, hast du noch was zum Recycling? Nee, eigentlich nicht. Ich bin halt gespannt, was da auf uns zukommt auch einfach. Ich auch, total. Dann hätten wir jetzt noch den vierten und letzten Punkt, die Auswirkung auf Teslas Produkte, was natürlich für die Kunden, also die einfach nur die Autos oder die Energy-Produkte von Tesla kaufen, im Prinzip am wichtigsten ist. Also, und ich glaube auch, dass das, weil das halt natürlich auch gerne wirksam für viele Fans und auch für seine Kunden machen will, auch einen gewissen Raum auf diesem Battery Day einnehmen wird. Was es denn wirklich letzten Endes diese neue Technologie dann für die Fahrzeuge bedeutet oder halt auch für die Energy-Produkte. Ja. Was schon länger angekündigt war, war ja dieses sogenannte Plaid Model S. Also der Ausdruck Plaid, das kommt von Spaceballs. Das ist so eine satirische Veräppelung von Star Wars.
Und das Einzige, was schneller ist als Ludicrous, das sind ja so die alten Performance-Modelle, da gab es diesen Ludicrous-Mode, und das Einzige, was schneller ist als Ludicrous, ist halt Plaid. Also wenn ihr den Film mal guckt, dann wisst ihr, wovon ich rede. Und das ist halt der neue Triebstrang, weil ursprünglich, das haben sie jetzt irgendwie so hintenrum wieder weggelassen. Ursprünglich hieß dieser Tag Battery and Powertrain Investors Day. Das ist ein guter Punkt. Das vergessen jetzt auch ganz viele, dass es nur noch der Battery Day ist. Aber es soll eben schon auch um den Triebstrang gehen. Und das wäre dann eben dieser Plaid-Triebstrang, der dann aus drei Motoren besteht. Also hinten zwei, vorne einer. Und dann natürlich noch brachialere Beschleunigung bedeutet. Noch so ein paar andere coole Features hat, wie wahrscheinlich so ein bisschen Vectoring an der Hinterachse, dass man also nicht nur durch Bremseingriffe das Auto stabilisieren kann, sondern auch durch Schub halt auf einer Seite. Da bin ich mal sehr gespannt. Und dann kam jetzt heraus an diesen V3 Superchargern, dass die Spannung, die Dinger können, auf 1000 Volt draußen dran steht sozusagen. Und die aktuellen Batteriepacks von Tesla haben alle so, ich sage jetzt mal, um die 400 Volt. Also manchmal ist es natürlich ein bisschen weniger, kommt auch auf den Ladezustand an. Aber ich sage mal, ungefähr 400 Volt. Und da habe ich mir auch schon überlegt, ob jetzt auch an diesem Battery Day meinetwegen erstmal nur fürs Model S und Model X halt so ein High-Voltage-Pack vorgestellt wird, was dann eben irgendwas zwischen 800 und 1000 Volt Spannung hat. Ja, das könnte sehr gut sein. Einfach auch, weil früher jetzt noch eine Steigerung, ich meine, das Model S ist ja schon eine totale Wahnsinn eigentlich, ne, wenn man so die Beschleunigungswerte in sich anschaut. Und einfach, um das nochmal zu steigern und dann auch so Fahrzeuge wie den Roadster auf den Markt bringen zu wollen oder selbst den Cybertruck, da sind einfach höhere Ströme nötig. Und die würden halt durch eine höhere Spannung auch ermöglicht werden. Ne? Also eine höhere Leistung, meinst du? Ja, also der Strom, wenn der Strom gleich bleibt und du die doppelte Spannung hast, hast du halt zwangsläufig die doppelte Leistung, die dann da durchgeht. Genau. Ja, und das gilt eben nicht nur fürs Fahren, also was die Motoren dann quasi aus dem Ding an Leistung rauskriegen, sondern eben auch fürs Laden. Was jetzt auch rausgekommen ist an dem Supercharger V3, dass der ja bis 1000 Volt angeschrieben ist. Also außen auf diesem Typenschild stehen halt 1000 Volt dran. Und nachweislich kann ein Model 3 an so einem V3 Supercharger 680 Ampere ziehen, also an Strom. Und wenn man das jetzt mal 400 Volt rechnet, kommt man halt ungefähr auf diese 250 Kilowatt. Also rein rechnerisch sind es 270 Kilowatt. Aber das ist das, was halt auch das Model 3 dann tatsächlich zieht. Das sieht man auch auf dem Display. Alles gut. Aber wenn man jetzt halt die Pack-Spannung halt auf diese, sagen wir mal, 1000 Volt erhöhen würde, käme da halt ein Ladestrom von 680 Kilowatt raus, was dann bei einem Normverbrauch von 17 Kilowattstunden auf 100 Kilometer tatsächlich bedeuten würde, dass man 4000 Kilometer Reichweite pro Stunde hinzuladen könnte oder 67 Kilometer pro Minute. Ich weiß, das sind Fantasiewerte, das geht natürlich nicht über den gesamten Ladebereich oder die gesamte Ladezeit, aber ich wollte einfach mal so eine Relation schaffen, was denn das bedeuten würde, wenn man jetzt diese Ladeleistung oder halt wenn man die Spannung von dem Pack einfach verdoppelt, dann verdoppelt sich mehr oder weniger zwangsläufig auch die Ladeleistung von dem Auto. Natürlich müssen die Zellen das trotzdem abkönnen, aber das fände ich schon spannend. Und das ist auch der Grund, warum beim Porsche Taycan zum Beispiel so hohe Ladeleistungen abgerufen werden können. Ich glaube, also anfangs haben sie gesagt 350 Kilowatt, in der Realität sind es jetzt irgendwas um die 290, glaube ich. Aber das liegt auch mit daran, dass er halt eben eine, ich weiß nicht genau, 800, 900 Volt Architektur hat und dadurch eben höhere Ladeströme aufnehmen kann, höhere Ladeleistung aufnehmen kann. Und das ist ja wirklich cool. Ja, also da bin ich auch schon sehr gespannt drauf, was wir uns da erwarten können. Du hast es ja auch gesehen bei den Ankündigungen vom Roadster und auch vom Cybertruck, da stand ja immer dieses 250 plus, also 250 kW plus als angegebene Höchstladegeschwindigkeit dran. Das heißt, sie haben damals schon angeteasert, dass da in Zukunft mehr zu erwarten sein wird. Und ich glaube, das ist sehr wahrscheinlich, dass die Spannung
bei den Packs sich ändern wird. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Ja, wir hatten noch mal kurz diskutiert, was das denn noch so für Implikationen hätte für die Autos, weil da ändert sich natürlich dann sehr viel in dem gesamten Fahrzeug. Also man kann nicht einfach bloß ein 1000-Volt-Pack da drunter nageln und das im Prinzip ans gleiche Auto dran machen, sondern diese ganzen Hochvolt-Komponenten müssten man halt dann auch neu machen natürlich. Also was zum Beispiel die Heizung bzw. die Klimaanlage wäre. Aber da sehe ich sowieso fürs Model S und Model X und auch dann fürs Model 3 den Umschwenk zu einer Wärmepumpe. Also aktuell haben die ja einfach so, ja, recht uneffiziente Heizregister drin. Und das Model Y hat ja schon oder kriegt ja jetzt eine Wärmepumpe. Oder hat in USA jetzt schon eine Wärmepumpe drin. Und das würde man ja dann schon doch auch erwarten, dass die Premium-Fahrzeuge dann auch diese Wärmepumpe kriegen. Und ich sag mal, wenn man die Heizung dann sowieso verändert in dem Gesamtfahrzeug, dann könnte man das, glaube ich, auch recht leicht dann eben auf diese 1000 Volt anpassen. Das Zweite, was ich noch gesehen habe, waren halt die Lader. Also wenn ihr zu Hause halt an eurer Wechselstromdose ladet, dann muss das natürlich im Fahrzeug irgendwie in Gleichstrom umgewandelt werden, damit dann der Akku geladen werden kann. Und das müsste man dann natürlich auch neu machen. Und da könnte man dann vielleicht auch gleich halt die Sache reintun, dass das Ladegerät bidirektional funktioniert. Das war ja kurzzeitig auch mal so im Gespräch, hat sich dann rausgestellt, dass es technisch aktuell doch mit dem Lader nicht möglich ist, dass der bidirektional funktioniert. Aber rein grundsätzlich würde das natürlich gehen. Also, dass man so ein AC-DC-Wandler dann auch halt umgekehrt benutzen kann, wenn man da halt gewisse Komponenten ja irgendwie noch zusätzlich einbaut oder halt andere dafür nimmt. Also von dem her, ja, könnte schon sein. Das ist ein spannendes Thema. Ich habe da auch echt viel drüber nachgedacht, ob das eine Möglichkeit wäre. Dass das kommen wird, ist, glaube ich, steht nicht in Frage. Das kommt auf jeden Fall irgendwann. Die Frage ist eher, ob sie es jetzt am Battery Day schon machen, weiß ich nicht genau. Ich glaube, da konzentrieren sie sich schon voll auf diese ganzen, auf die Batterieproduktion. Aber und vor allem, was ich mich da immer frage, ist, wo kommt denn diese neue Batteriezelltechnik jetzt überhaupt erstmal rein? Ja, in welche Fahrzeuglinien? Und ich denke, ja, Plaid Model X, Model S und Model X, das ist wahrscheinlich. Zukunftssachen wie den Cybertruck zum Beispiel, glaube ich auch auf jeden Fall, dass der das haben wird, der Roadster sowieso. Beim Semi-Truck, ich weiß es auch nicht, also da bin ich mir nicht ganz sicher, aber das könnte auch sein. Also ich bin mir nicht ganz sicher, weil Elon eben auch gesagt hat, dass dieser Wechsel auf die LFP-Batterien von in China, die sie jetzt gerade machen, dass der eben Kapazitäten für den Semi-Truck schafft in Nevada. Und in Nevada werden ja hauptsächlich von Panasonic die NCA-Zellen hergestellt. Klang dann so, als würde der Semi-Truck diese Zellen bekommen, aber ja, man weiß es nicht so genau. Ja, vielleicht kriegt er auch die 18650er dann vom S&X. Ja. Da wird dann ja auch eine gewisse Kapazität frei, was halt zurzeit aus Japan geliefert wird. Wobei das vermutlich auch nicht unbedingt reicht. Ja, der braucht halt schon viel, ne? Der braucht ein paar Zellen für das Ding, ja. Genau, aber was zum Beispiel ich jetzt fast mir nicht erhoffen kann, also ich würde es schon hoffen, aber ich glaube es nicht so ganz dran, ist, dass diese neue Technologie direkt ins Model 3 und ins Model Y kommt. Einfach, weil ich glaube, so schnell geht es mit der Skalierung nicht. Die Zellen kommen heute alle von Panasonic oder eben in China auch dann von CATL oder LG Chem auch. Und ich kann mir das nicht, also da sind meine kühnsten Träume vom Battery Day, reicht mir die Fantasie nicht aus, um zu sagen, ey, die bauen das jetzt wirklich in Model 3 und Model Y sofort ein und ab dem 22. September sind diese Zellen da überall drin. Das glaube ich nicht so ganz. Und das würde auch für mich dann im Rückschluss heißen, dass dieses 1-Million-Meilen-Pack, was halt dann auch dieses Bidirektionalen eigentlich erst richtig interessant macht, weil man sich eher leisten kann, dass das Fahrzeug halt auch noch für andere Zwecke verwendet wird, nicht nur zum Autofahren, sondern halt zum Beispiel, um auch das Haus mit Strom zu versorgen oder auch zum Beispiel, um Lastspitzen aus dem Netz abzufangen und quasi wie so eine Art virtuelles Kraftwerk dann funktionieren könnte. Ich glaube halt,
nicht unbedingt, dass diese ganzen, die Massenprodukte von Tesla, die halt das Model 3 und das Model Y sind, das von Anfang an jetzt sofort haben werden. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht noch ein bisschen dauert mit dem bidirektionalen Laden. Nichtsdestotrotz ist das eine Möglichkeit. Und was natürlich sehr stark dafür spricht, ist die Ankündigung des Lucid Airs, ja, weil ich glaube, das wird Elon nicht auf sich sitzen lassen. Und die haben ja wirklich versucht, ihm jetzt da direkt vor dem Battery Day nicht ans Bein zu pinkeln, aber zumindest halt das Model S in allen möglichen Kategorien zu schlagen. Und die haben bidirektionales Laden und die haben ein Hochvoltsystem im Auto und noch sind ja insgesamt echt ziemlich, ziemlich gut, was die Spezifikation angeht und schlagen da auch das Model S. Und ich glaube, das ist vielleicht ein Punkt, wo Elon darauf reagieren könnte. Ja? Und ja, vielleicht gibt es halt dann bidirektionales Laden in Plaid Model S und X erstmal. Ja, wollte ich gerade sagen. Das wäre ja auch, weil Elon liebt es ja, für seine Produkte irgendwie so eine, ja, sowas zu schaffen, dass die Leute sich im Hinterkopf sagen, ja, okay, aber ich spare dann ja noch das und das und das. Und dadurch ist jetzt dieses, ich weiß nicht, Plaid Model S wird sicherlich wieder im Bereich irgendwie 90, 100.000 Euro kosten, weil es einfach das absolute Topmodell ist. Und wenn man dann, sage ich mal, 20.000 für den Batteriespeicher, den man eigentlich kaufen wollte, wieder abziehen kann, dann denkt man, naja, dann, also ist immer noch teuer, aber ja, kann ich da halt einfach ein bisschen auch Rendite auch im Nachgang mit produzieren. Da ist ja diese Autobidder-Software auch im Thema gewesen oder überhaupt, dass Tesla einen eigenen Stromtarif anbietet und da, dass man dann selber auch als Netzentlaster wirklich Geld verdienen kann mit dem Auto. Ja, das könnte man ja in einem ersten Schritt schon machen, indem man einfach nur Tesla erlaubt, das Auto zu laden, wann sie wollen, ne? Wenn man sagt, quasi, da müsste man gar nicht bidirektional laden, sondern einfach quasi die ganze Flotte als Pufferspeicher würde ja schon so funktionieren, also würde ja auch in eine Richtung funktionieren, dass sie eben sagen, wir laden, wann wir wollen, und ihr kriegt dafür Geld. Ich glaube auch, das wird die nächsten in der nächsten Zeit kommen, auf jeden Fall. Ich weiß bloß halt nicht, ob sie das jetzt auch am Battery Day für Zeit haben für sowas, ne? Ja. Schweift dann doch ein bisschen aus. Das ist ja im Prinzip das, was wir mit diesem Tesla Auto Charge auch machen, also ich und mein Kumpel, nur halt dann im großen Stil, sage ich mal. Also dass man wirklich im Schwarm dann agieren kann und nicht nur lokal für die PV und halt das eigene Auto. Das sind schon noch viele Potenziale, die man schöpfen könnte. Und ich bin super gespannt. Also jetzt ist ja nicht mehr so lange. Ja. Es ist wirklich, die haben es ja immer wieder verschoben. Das war ja, also ich weiß nicht, am Anfang war es, glaube ich, April, hieß es mal. Dann haben sie es irgendwie auf Juni verschoben. Ja, und jetzt ist es halt der 22. September geworden. Da gibt es natürlich auch vielfältige Gründe dafür. Ich könnte mir auch vorstellen, dass einfach die Entwicklung des Aktienkurses Tesla nicht so die Notwendigkeit gegeben hat, da jetzt nochmal irgendwie so einen Hammer draufzusetzen. Ja, meinst du, die legen darauf Wert? Oder halt, ob sie tatsächlich noch nicht so weit waren mit der Technologie oder mit der mit dieser Initialproduktion, also in der Cato Road, da werden ja anscheinend schon Zellen produziert. Welche weiß man natürlich nicht und wie viele weiß man auch nicht. Das kann man alles nur schätzen. Aber das kann halt auch sein, dass sie da einfach weiter sein wollten, um wirklich schon was zu zeigen am Battery Day, was wirklich messbar ist und zu sagen, okay, wir haben da jetzt diese kleine Probeproduktion auf so und so viel Fläche und produzieren damit schon, keine Ahnung, so und so viel Gigawattstunden pro Jahr hochgerechnet oder so. Das gibt's viele Gründe, warum diese Verschiebung kommen kann. Ja, ich glaube auch, das war sicher eine Mischung. Klar war Covid-19 auch irgendwie sicher ein Punkt, aber zumindest am Anfang für den Termin im April. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass da noch andere Dinge gelaufen sind, wo sie gesagt haben, hey, komm, wir machen es einfach noch ein bisschen später und dann können wir das auch noch zeigen oder dann ist das auch schon fertig. Oder wir haben dann den ersten Ramp schon gemacht mit der, also denke ich auch, dass das
dass das so eine Mischung war. Und ich meine, gut, Elon hat ja auch immer wieder gesagt, er will unbedingt, dass die Leute das persönlich sehen und erleben können, weil das ganz wichtig ist, dass man das halt auch ja. vor Ort sieht. Das hilft uns jetzt als Otto-Normal-Bürger, der jetzt da nicht hinfahren wird, natürlich nichts, weil wir hätten das so oder so nur über einen ja. Livestream gesehen. Aber ich kann mir natürlich schon vorstellen, dass das beeindruckend ist, das dann zu sehen. Ja, ich meine, diese Tesla-Events, also gerade das Semi-Event damals, das ist ja wirklich legendär gewesen. Also das ist ja wirklich wie ein Rockkonzert. Ja. Das wird jetzt da nicht so ja. sein. Ich glaube, so viele Leute dürfen sie dann da nicht beherbergen. Nee, glaube ich aber, nicht. Aber ja. ja, das ist so ein Tesla-Event ist halt schon immer was Besonderes und ich kann verstehen, dass es nicht quasi komplett ohne Publikum machen wollte. Das gehört ja schon auch irgendwie dazu. Ja, haben wir noch irgendwas jetzt ausgelassen oder gibt's noch was anderes, wo du denkst, ey, das haben wir jetzt noch nicht drüber geredet und das erwarte ich mir eigentlich auch noch? Also ich bin mir sicher, dass wir ganz viele Sachen ausgelassen haben. Ich glaube auch. Und ja, falls ihr da noch irgendwie was im Hinterkopf habt, schreibt's einfach mal unten in die Kommentare rein. Das interessiert mich immer super, was ihr da so rausgefunden habt. Wie gesagt, es gibt aus unzähligen Quellen wahnsinnig viel Zeug, Patente und Technologien und Mutmaßungen, welche Firma jetzt noch von Tesla gekauft wurde oder welche zusammenarbeiten oder auch nicht. Also wirklich ein riesenspannendes Thema. Ich freue mich tierisch auf den 22. Wie gesagt, 22.30 Uhr geht erstmal das Shareholder-Meeting los und ich weiß nicht, wie lange dauert das, immer so eine Stunde vielleicht. Mal gucken, ob sie sich vielleicht ein bisschen beeilen. ja, und dann irgendwann kurz vor Mitternacht geht dann der Battery Day hier in Deutschland halt los. Und ja, wir beide werden es auf jeden Fall live angucken. Ja. Und du hast ja extra den nächsten Tag freigenommen. Ich habe mir freigenommen, ja. Genau. Das muss das, sein, bin ich nicht in der Lage, irgendwas anderes zu machen. ja, total. Da wird auch nicht viel geschlafen, glaube ich. Nee, das glaube ich auch nicht. Ja, und wir machen unsere Sendung darüber. Also die muss ja auch, hoffentlich schaffen wir es, dass wir das am Mittwoch dann auch euch zur Verfügung stellen können, direkt am Tag danach. Wir wollten schon sagen, dass wir zumindest, eine Nacht drüber schlafen ist vielleicht übertrieben, aber ein paar Stunden drüber geschlafen haben, um dann, bevor wir nochmal drüber reden, einfach um das nochmal sacken zu lassen. Ne? Das wird, glaube ich, echt, ey, das... It's blowing Elon's mind, ja. Also es denkt ja, was bei uns abgeht, wenn wir das sehen. Ne? Weil ja. der weiß ja schon, was passiert, ja. Wir wissen es ja nicht. Ja. Also ich denke, da ist ganz gut, dass wir das auch, deswegen haben wir uns auch dagegen entschieden, das live zu machen. Ja, hätte man auch irgendwie dann direkt im Nachgang machen können, aber das wollten wir schon noch mal ein bisschen einfach mal sacken lassen und dann reden wir drüber und wir schauen, dass wir das euch am Mittwoch dann irgendwie noch online kriegen. Also genau. Mein Podcast erscheint normalerweise Dienstag auf Mittwochnacht irgendwann. Das werden wir natürlich nicht schaffen. Also seht es uns nach. Aber Mittwoch könnte schon, ja, ist unser Target auf jeden Fall. Ja, genau. Also ich habe auch so auf der Pfanne, dass wir das so Mittwochabend dann so zur Primetime sozusagen irgendwie öffentlich kriegen, das Video und dann auch den Podcast. Wie gesagt, wenn ihr unterwegs seid, auf jeden Fall das anhören oder so. Auch beim Joggen kann man das, finde ich, auch super hören. Und ja, wir beeilen uns und versuchen das trotzdem halt irgendwie fundiert zusammenzufassen, das ganze Thema. Es wird sicherlich auch lang gehen. Also ich denke, da gehen schon ein paar Stunden ins Land dann für diesen Battery Day. Und genau, wir versuchen das dann halt so gut wie möglich in der Kürze der Zeit aufzuarbeiten. Genau. Ja. So, also Kürze der Zeit. Jetzt haben wir auch schon einiges geredet und viele Minuten produziert. Danke, dass ihr so lange dabei geblieben seid. Wie gesagt, wir sehen uns in der Runde jetzt so dann nochmal wieder nach dem Battery Day. Auf jeden Fall meinen Kanal abonnieren. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann kriegt ihr nämlich eine Benachrichtigung. Und genau, ihr könnt auch im Tesla zum Beispiel den Podcast vom David als Favorit machen. Dann habt ihr es immer direkt auf der Startseite von eurem Dings, das habe ich auch so gemacht. Genau, den gibt's auf TuneIn ganz einfach. Einfach Tesla Welt eingeben, dann findet ihr das. Genau, und sonst, vielleicht kannst du noch mal sagen, wie man den sonst findet, wenn man noch keinen Tesla hat. Ja, eigentlich auf allen Kanälen, wo es Podcasts gibt, also auf Spotify, auf irgendwelchen Podcatcher-Apps könnt ihr den finden.
iTunes natürlich für alle, die iPhones haben. Also gibt es ja eine extra Podcast-App für. Und ich bin sogar auf YouTube, wobei ich da nur die Audio-Files poste. Da schaut es fast niemand an, weil das ist halt kein Video. Das ist eher so, damit die Leute es halt auch finden können. Okay. Ja, das ist cool. Okay, dann David, erstmal vielen Dank für die Zeit und für die Gedanken. Ebenfalls. Hat super Spaß gemacht. Und ich bin super gespannt, ob wir vollkommen daneben lagen, ob es doch einiges war, was so in der Form kommt. Ich bin sehr gespannt über den Energiedichte-Sprung. Da reden wir dann nochmal drüber. Genau, das ist die Challenge jetzt hier, wer recht hat. Genau. Ja, es wäre ja besser, wenn du recht hast eigentlich. Für Tesla auf jeden Fall, ja, das würde ich auch so sehen. Genau. Vielen Dank fürs Zuschauen auch von meiner Seite. Und dann sehen wir und hören wir uns nächste Woche. Ja, so sieht's aus. Also dann, bis dann und fahrt elektrisch. Jo, das war's von uns beiden. Ich hoffe, das hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Nächste Woche Mittwoch, direkt im Anschluss an den Battery Day, gibt's dann die Fortsetzung, also das Gespräch nach dem Battery Day. Ich bin mega gespannt, was da passieren wird und hoffe, ihr seid alle wieder mit dabei. Wie immer wurde diese Sendung freundlicherweise vom Tesla Owners Club Helvetia, dem Jungen und Initiativen Tesla Club in der Schweiz und dem TFF, dem Tesla Fahrer und Freunde e.V. unterstützt. Beide Clubs sind übrigens die Herausgeber des T&E Magazins. Das Podcast Mastering kommt auch diese Woche von promoton.ch. Ich bedanke mich bei allen, die diesen Podcast unterstützen. Ich freue mich auch jedes Mal ganz besonders, wenn Leute hier bei diesem Podcast mitmachen, entweder indem sie mir eine E-Mail schreiben an feedback@teslawelt.de. Und es gibt natürlich auch noch die Tesla Welt Hotline. Die erreicht ihr unter 0211 9763 2363. Ich habe es diese Woche aufgrund der Sondersendung nicht geschafft, die E-Mails und Anrufer zu berücksichtigen. Das werde ich nachholen nach dem Battery Day. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr alle zahlreich weiterhin mir schreibt und anruft. Ich bin gespannt, wie ihr den Battery Day erlebt und freue mich über eure Beiträge. Dann würde ich sagen, ich wünsche euch eine ganz gute Woche. Es wird mega spannend. Macht es also ganz gut. Bis dahin. Ciao, ciao.